Moin moin und herzlich willkommen zu 7 Days to Die mit der Darkness Falls Mod. Tag 70, der 10. Blutmond steht an. Ich habe meine Sachen auch wiedergeholt, das war ein Krampf. Oh, also die Sachen wiederholen war relativ einfach. Die ganzen Zombies sind wieder an ihre Ausgangsposition zurückgekehrt. Das heißt, mein Rucksack lag da frei rum, das war ganz bequem. Aber die Zombies, ey, ich habe meine gesamte Munition, die ich unterwegs hatte, verballert. Ich habe jetzt hier auch schon wieder vergessen nachzufüllen. Komm mal her. Alles nachgefüllt. Perfekt. Oh, warte, was ist denn damit? Weg. Das war übel. Aber es waren so viele Zombies und auch so viele starke Zombies. Es hat für 2 Level abgereicht. Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Mein Sturmgewehr ist kaputt gegangen. Ich hatte die Schrotflintmunition fast komplett verballert. Ich habe mein gesamtes Heilungszeug rausgehauen, was ich dabei hatte. Das war... Wow. Das war eine ausgesprochen uncoole Falle, will ich mal sagen. Oh, zack. Ich habe mittlerweile die ganzen Sachen wieder weggeräumt, habe mich wohl genährt. Momentan ständig auf welche Zombies rum, die nerven ein kleines bisschen, aber das ist okay. Damit kann ich leben. Wichtig ist, wir haben Level 150, sogar Level 151, das heißt unser Plan heute, Laserpistole. Dafür werden wir aber einmal skillen müssen. 5 Punkte, da. Ja, 175, das glaube ich, werden wir nicht mehr schaffen. Das heißt, wir werden uns jetzt heute eine Laserpistole craften. Zumindest schauen wir mal, ob wir das uns leisten können. Ich hatte jetzt hier schon alles rausgesucht, ne? Titan, harter. Titan. Titan und Uran, das habe ich beides rumfliegen. Wie praktisch. So, Rohmetall. Ich war auch da. Uran. Wahrscheinlich an der Laser-Workbench, oder? Ah. Oh. Da. Das geht ja schnell. Okay. Die Laserpistole mache ich jetzt hier dran. Tada. 31 Sekunden, das geht ja echt flott. Dann werden wir ja... Gut. Nach der Pistole kümmern wir uns natürlich auch noch mal ein bisschen um... die Power Armor. Um uns auf das Wissenschaftszentrum vorzubereiten. Oh. Ah, kommt schon, Leute. Ich dachte, ich probiere die Pistole an euch aus. Die neue dann. Okay, sie waren noch zu zweit. Ist in Ordnung. Ich lasse die Tür schon offen, weil ich Angst habe, dass sie mir meine Tür einschlagen. Laserpistole. Okay. 35 Schaden, das ist nicht viel. Ernsthaft? Wo sind meine Energiezellen? Ich hatte doch so viele. Wo sind meine Energiezellen? Wo
habe ich die Energiezelle denn hingepackt? Ach Gottchen, ich sagte doch, ich werde vergessen, dass ich die da hingepackt habe. Schießt du auch direkt eine Energiezelle? Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Der Schaden ist jetzt gar nicht so schlecht, ne? Wie schnell schießt du? Okay. Na, ja, der Munition, das ist so eine Energiezelle. Ich schau mal, ob ich noch welche herstellen könnte. Forge Titan. Damit muss ich vorsichtig sein. Da habe ich nicht so viel von. Zack. Nehmen wir mal 67. Bin mal gespannt. Kriege ich da jetzt. Ah, hier, ne? Oh, so teuer ist das gar nicht. Oh. Das ist ja geil. Das ist gar nicht so teuer. Uiuiuiuiui. Dann nehmen wir doch mal ein paar elektrische Teile mit. Ja gut, so viele jetzt auch noch wieder nicht, aber... So, jetzt noch die Power Armor wollte ich noch mit anstoßen. Und wir haben, ganz wichtig, Helm. Wir haben den Helm. Wir haben die Schuhe. Und die Handschuhe. Das heißt, Hose, Brustpanzer. Die fehlen. Was brauche ich denn dafür? Habe ich Militärstoff? Zack. Machen wir. Brustplatte. Macht Armor ein. Okay. Energiezelle. Kriegt 20 Energiezellen raus. Das ist ganz angenehm. Ja, das könnte witzig werden. Okay. Das ist geil. So, warte, es gab doch noch so eine komische Mod dafür, oder nicht? Laser, Batterie, oder wie ist das? Was da? Naja, es gab doch... Das ist ein Akku. Es gab eine Möglichkeit, glaube ich, 50% Munition zu sparen. Nee. Ich meine, es gab da was. Jetzt muss ich aber kurz gucken. Nee, das nicht.
Auch nicht. Da. Charge mit Batterie. Nein. Erst mit Level 175. Akku-Rezept, ja, na toll. Haha. Ist okay, schade. Aber ich würde mal sagen, wir wählen auf jeden Fall unsere Pistole, würde ich mal sagen, die hat ausgedient, oder? Oh. Perfekt. Alter, 162 Schaden. Wie gut ist das denn? Okay. Ist okay. Wie gesagt, so teuer finde ich die. Ich finde die Munition sogar vergleichsweise günstig. Nice. Warte mal, aber ich pack dich mal lieber mit hierher, weil ich hab dich ja trotzdem noch lieb. Munition. Nee. Werkzeug, doch, war richtig. Auf jeden Fall nice. Ha. Das heißt, die Power Armor ist angestoßen. Ich glaube, da haben wir alles vorbereitet, oder? Nice. Komm. Weil es so schön war. Lass doch mal 67 davon nehmen. Kriege ich noch mehr Laserenergiezellen? Ja, passt schon. So. Dann räume ich mal den Kram wieder zurück. Zack. Oh. Gut. Wir können natürlich gerne noch einmal gemeinsam den vierten Turm in Betrieb nehmen für unsere Anti-Geier-Aufstellung. Das machen wir. Ich werde dann den Rest des Tages nutzen, um hier vielleicht ein bisschen Verschönerungsmaßnahmen vorzunehmen. Haus von außen mal streichen hier. Wo ich könnte nochmal. Oh ja, ich kann hier noch einen richtig riesigen Haufen Ressourcen reinstecken. Das ist ja überhaupt kein Ding. So, hier, ne? Ein Kabeltool für mich. Die Schützturm. Eine Sache noch. Es kommen gerade Leute zu Besuch. Wir machen einfach mal an. Während ich hier arbeite, brauche ich keinen Stress. Kommt jemand? Nö. Gut. So. Vierter Turm. Zack. Ich glaube, da ist jemand gestorben. Du kriegst direkt Anschluss. Tada! So. Dann stellen wir dich noch mal kurz ein. Ja. Der Luftraum ist abgesichert. Perfekt.
Ah, ich könnte mein Knüppel eigentlich mal reparieren. Wahrscheinlich wird er jetzt dadurch ein bisschen schlechter werden. Wir sind jetzt bei 92. Die 71 wird auch nicht bleiben, aber das passt schon. Wohl, wartet mal. Lass uns das mal machen, wenn es Not tut. So. Dann kann ich den Kram hier wieder unten reinpacken. Heilungszeug. Hier rein, hier rein. Gut. Ja, ich mache noch ein paar Kleinigkeiten in Vorbereitung. Vielleicht noch mal ein paar Materialien in die Aufwertung investieren. Haus anmalen. Und wir sehen uns dann zum Blutmond gleich wieder. Bis gleich. So. 21.50 Uhr. Horde Nacht kann losgehen. Ich habe mir die Zeit jetzt genommen und habe die Fenster rumherum fertig gemacht. Ja, ich habe hier schöner Wohnen. Wir haben jetzt überall diese 4x4 Fenster. Obwohl, warte, naja, vorne glaube ich noch nicht, aber sonst gefällt mir schon deutlich besser als vorher. Ich habe die gesamte Außenwand auf Stahlbeton geupgradet. Ich habe die Wege jetzt auf Stahl 2 geupgradet. Ich habe die ganze Munition eingepackt. Reparaturmaterial hoffentlich und dann ganz losgehen. Ich dachte, wir werden jetzt wie letztes Mal gezielt auf die Cops schießen und auf die Demolisher. Wollen wir den Rest mal mir gerade keine Gedanken. Beziehungsweise, ich habe ja schon bemerkt, Hunde. Yeah. Die komischen grün leuchtenden Hunde sind, glaube ich, die, wo die Leichen auch nochmal explodieren. Die sollten wir vielleicht auch im Vorfeld erschießen. Oh, wir haben genug Munition. Ich könnte auch die Laserpistole auspacken. Ah, oh, das ist schon ganz nett. Ich habe jetzt tatsächlich vergessen, den Stacheldraht hier rumzumachen. Das habe ich jetzt verpeilt. Aber komm, lass mal die Tür zu machen. Dann müsst ihr anders rumgehen. Haha. Okay. Demolisher. Was ist das denn? Oh oh. Nein, 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 nein. Wow. Was war das dicke Ding denn? Übel. Na? Gucken wir mal von hier wieder. Komm, bisschen Loot. Schon reparieren? Alter! Geht ja schon ordentlich was ab. Aber wir haben ja technisch jetzt an der Falle auch eigentlich gar nichts geändert bis zum letzten Mal. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass hier auch nichts so Schlimmes passieren wird. Weil es lief ja einfach so rund beim letzten Mal. Oh. Oh, Kopf, Kopf, Kopf. Nein, 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 nein. Hör auf mit das. So. Ich glaube, ich habe oben das eine Geschütz noch nicht gelernt. Du bist gelernt. Du bist gelernt. Du bist gelernt. Du bist es nicht. So. Oh, hier. Mal kurz aufräumen. Ach du Heilige. Wir haben uns tatsächlich in die Klingenfalle auseinandergenommen. Oh.
uncool. Dann sollen sie besser wieder auf die andere Seite gehen, da sind noch beide aktiv. Okay, das kriegen wir aber hin, das kriegen wir hin. Lady, was machen Sie da? Oh mein Gott. Komm. Weg. Läuft. Blöde Schreierin, komm. Hey, Level up, 153, sehr schön. Hui. Das läuft so gut hier. Oh. Hopp, 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 hopp. Oh. Hui. Ich mag es, dass das. Oh, hopp, hopp, hopp. Nein. Gut. Kurz Hand von der Maus und schon kommt ein Kopf. Das war natürlich nicht so cool. Er ist noch nichts geschafft, hier dran zu klopfen, ne? Ich glaube, der Elektrosound könnte eine Reparatur gebrauchen, oder? Noch ein Bär. Oh, grüner Hund für 9 Kronen hin. Weg, weg, weg. Ich dachte, ich glaube, die grünen Hunde waren die, wo die Leichen detonieren. Etwas größeren ist durchgekommen. Ja, Geierschutz funktioniert auch super. Sie schießen sie fleißig.
Alter, wie viele Bären? Ich bin gar nicht sicher, ob der Zaun gerade noch tut, was er soll. Wenn sich das zwischendurch doch ein bisschen knapp anfühlt, aber... Alter, noch ein Bier? Ist okay. Gut, dann machen wir das ganze Spiel mit der Schrotflinte weiter. Bis der Kopf da, bis ein Kopf kommt, dann zücke ich wieder die andere Waffe. So. Ich sag das gerade noch. Wow! Ernsthaft? Ui. Oh, machen wir die Arbeit weiter. Oh. Ein paar Kopf da zusammen. Alter. Dort kommt der nächste. Oh, irgendeine von denen klappert. Komm mal her.
dass ich da auch einen Stall 2 aufgebaut habe. So wäre es jetzt ein Problem geworden. Bisschen stressiger als beim letzten Mal ist es auf jeden Fall. Okay. Laserpistole ist gut. Oh. Wir versuchen seiner Seite noch. Oh, sehr schön. Dann räumen wir mal kurz auf, ob hier noch welche Altbestände rumlaufen. Sieht nicht. Oh, sie macht mir an der Seite immer noch ein bisschen was von dem Ding kaputt. Aber ganz ehrlich, das ist eine absolut überschaubare Problematik. Dann hier mal reparieren. Bisschen Schaden. Hier ist doch detoniert gewesen. Perfekt. Ich hab's gut überstanden, würde ich sagen. Zack. Der Treppe geht's gar nicht so schlecht. Die nochmal heile. Können wir die auch mal abschalten? Zumindest die linken. Die linken und die Elektrozäune lasse ich mal an. Die rechten mache ich aus, so. Ne? Ne, linken mache ich aus. Was ist denn mit mir? Jetzt will ich mal kurz wissen, wie viel Munition ihr hier oben verschossen habt. Nicht einen Schuss. Nicht einen Schuss. Wow. 16. 32. Das ist doch sehr sparsam hier, oder? Angenehm. Oh, dann schauen wir uns doch mal an, was es zu Loot gab. Oh.
Warte mal kurz, Ordnung. Du bist im Rekox. So. Aha. Eine Schatzkarte, die nehmen wir gerne. Also für dazu. Ach. Ich befürchte leider, dass wir gar nicht mehr so viel coolen Scheiß überhaupt finden können. Weil. Ach, diese ganzen Keulwaffen, die fand ich zwar echt cool, ganz ehrlich, aber ich finde die Munition ein bisschen sehr teuer. Deswegen ist das wohl nicht so für mich. Ein bisschen mit Teerfasern angenehm. Läuft. Also ich würde mal sagen, ich loote dann hier nochmal fleißig zu Ende. Ich glaube wirklich nicht, dass es hier noch was Spannendes geben wird. Und dann werden wir jetzt morgen oder übermorgen nochmal in dieses Science Center abdüsen. Mit unserer frisch gecrafteten Power Armor. Ach du Schande. Voll. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit einschaltet. Ich hoffe, das heute hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung da und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!